Ja, mal übelst kackeln. Warum? Ja, weil es. Keine Aussagen, die dein Interesse widerspiegeln. Nomad? Hier ist Bowman. Muss ich mir das Video angucken oder kann es mir egal sein? Sie hätten nicht gedacht, dass Sie Aurora so schnell wiedersehen, hm? Die Lage ist wie folgt. Aber ich hätte zu dem Zeitpunkt gerne mal anders gewesen. Es wurden Schiffe entsandt, um den gesamten Archipel abzuriegeln. Alle großen Nationen sind vertreten. Mit dem Finger abzug, falls jemand versuchen sollte, sich Auroras Technologien einzuverleiben. Ja, scheiß nicht, dann nimmt man so einen Schläger. Klingt doch nach einem wahren tropischen Paradies. Die CIA arbeitet heimlich mit dem Account. Hey, das war mega gut. Ja, genau. Das wäre irgendwie cooler gewesen. Ja, glaube ich auch. Ja, warte mal, jetzt muss ich erstmal gucken, ob meine Schwester gerade spielt. Das wäre ein bisschen inkompatibel. Ach, das hat dich früher auch nicht gestört. Ja, da hat mit ihr gespielt. Ja, früher war die auch mal kompatibler. So, jetzt muss ich hier mal gucken, ob ich hier. Weiber, oder? Ach, das war jetzt falsch. Ich dachte, ich werfe meinen Spruch in die Runde. Friends will be friends. Das ist geil. Mountain, was sind das für ein Fehlercode? Mountain, wer macht denn einen Fehlercode mit dem Mountain heißt? Den kann ich zum Game inviten. Der ist off, die anderen sind offline. Ich bin gleich bei Ihnen. Bei mir kommen nur Fehler. Fehler sind aber auch gut. Irgendwie schöner gewesen, als irgendwie Aufgaben über MPI zu machen oder über was habe ich vorher gemacht? Genau, ich habe eine Alu zusammengebastelt. Ein Alu-Hut? Alu, ja. Na, ich finde schon, dass du eventuell die Wahl gehabt hättest. Weil das sind Hobbys, die ich so nicht nachvollziehen kann, ich dachte, das ist. Das Herz der Revolution. Ja, so nennt man mich. Ja, in 110 Metern bei mir. 120. Warte, ich bin gleich auch im Herzen der Evolution. Dasselbe, was Sie haben. Ich fall halt erstmal einen Berg runter. Bin fast tot. Bowman, Nomad hier. Mann, ich soll wie auch sagen. Irgendwie habe ich die Insel vermisst. Over. Schön wieder mit Ihnen zu arbeiten, Nomad. Die guten alten Zeiten. Ja, aber das ist das Passwort. Nee, das ist nicht das Passwort. Das ist natürlich richtig. Jetzt ist es das Passwort. Das ist nicht das Passwort, dann ändere ich es halt, dann ist es jetzt das Passwort. So. So hab ich's heute gemacht, als ich mal wieder einladen wollte. So, ich sollte mal als erstes meine PS5 anziehen, oder gestern Abend. Oh. Weil ich mein PSN, also ich hab noch nichts gespielt, haben wir nichts zu tun angeschlossen. Schön wieder im Einsatz zu sein. Die Hauptbasis der Outcasts ist nicht weit entfernt. Hey, dann musst du nur 100 GB auf. Ja, jedenfalls wusste ich mein PSN-Passwort nicht mehr. Also habe ich es zurückgesetzt, was Handy, damit das Passwort, was ich nicht wusste. Dann weiß man, was ich wusste. Klassiker. So, wo seid ihr denn? Ich hänge im Berg. Ich hänge im Login-Screen. Ich bin am Aussichtspunkt. Das Lager der Outcasts wurde angegriffen. Ich sehe viele Tote und es sind noch jede Menge Angreifer da. Wir es, Mann, und dann nee, geht doch gar nicht. Wieso ist das Spiel bei mir auf einmal auf Englisch? Ja, so glaube ich mir dann. Bei mir ist es auf Deutsch, obwohl ich eigentlich alles auf Englisch eingesehen hatte. Aber ist egal, ich hab Flecktarn an. Ich hab Rot an, ich weiß nicht wieso. Du hast Rot an? Okay. Und schaffen Sie die gelben Markierungen mit der Drohne aus, hier auf der Insel. Da tippelt wieder der alte Vorreiter. Oh, Tiere! Oh, eins weniger! Oh, zwei weniger! Ich hab meinen Bad Day Look an, den hatte ich eben auch beim ersten Mal einloggen. Scheiß rotes Hemd mit Kackklamotten. Ach, daher kommt das! Ja, wir hatten den Bad Day, Bad Optic Day und hatten dann nur scheiß Klamotten an. Ich hab mich gerade schon gefragt, wieso ich so hässlich aussehe. Ja, deswegen. Ja, ich dachte, aber ich spiele gerade mal hier. Elite Protractor Infanterie. Ethos Haus ist von Leichen umgeben. Ja. Das war der Mittelpunkt der Kämpfe. Da ist es. Stop. Tote Outcasts. Das war ein brutaler Angriff mit vielen Todesopfern. Hallo, ihr da oben! Hey, das ist
die alte Rebellenbasis, bei der wir immer eine Bodenabrüstung haben. Ich dachte, Bukhara war der letzte von denen. Ich glaube, die haben sie alle umgebracht. Na ja, die Situation ist noch Scheiße, dieser Soldat ist fast unsichtbar. So was habe ich zuletzt in Bolivien gesehen. Wie konnte man die Stelle hier nochmal hinlegen? Aber sie sollten ihn mit dem Wärmebild sehen können. Haben Sie Ito? Sie ist nicht hier. Falls die sie haben oder zu viele Outcasts sterben, können wir den Plan vergessen. Es sieht immer mehr aus als zehn mal den Schuss auch rum, oder? Ich lasse Ito nicht im Stich. Ich finde sie. Gut, aber falls Ito tot ist, müssen Sie auch einfach nur die Audio-Einstellung. Und wenn sie lebt? Zuerst sichern Sie das Outcast-Lager. Nur so können wir herausfinden, was mit Ito geschehen ist. Verstanden. Nochmal da. Nein. Das war kein Quatsch. Was, Chinesisch? Hey, cool, ihr habt 1000 Credits gekriegt. So, Adler, was war gerade die Frage? Ob du auch umziehst, weil ich hab gehört, Pippin sieht oben, Hennetz ist ja schon umgezogen. Oder, nee, du baust ja nur deine Wohnung neu, ne? Wie war das? Aber es ist quasi wie ein Umzug. Er zieht halt nicht um, sie ist halt jetzt umgezogen. Ja, gut. Das Geheimnis gelüftet. Ja, ich hab. Hast du gelüftet? Hast du das Fenster aufgemacht? Wie schön. Ja, der Herr Atmer, der Spalter, der Verräter, hat ja schon wieder alles gewusst, ne, weil er heimlich in Urlaub fliegt. Das war eigentlich gar nicht heimlich, aber irgendwie habe ich es wohl nicht erzählt, ja. Das ist korrekt. Ich würde sagen, wir legen die Wichser da unten mal um, oder? Ich habe schon zwei Wichser umgelegt. Verdammt. Taki taki rumba! Also ich hatte meine Wichser getroffen. Die Archie ist schlecht. Wie geht das hier, Freunde? Und hier jetzt Juan Game? Juan? Ja, Juan, Don Juan Söhne. Muss ich jetzt noch auf? Naja. Ja, ist so viel fallen, du hast nichts getroffen. Weiß auch nicht wieso. Ich hatte eigentlich bei 400 Skin. Ich hab gar nichts verlieren. Ich hab völlig weggeschossen. Boah, scheiße, was hält der denn aus? Ja, wir haben halt den Modus für nach dem Hauptspiel. Zack, durch die Mauer, kill. Nein. Das ist halt die richtige Waffe. Wir haben ein Problem, da unten liegt unser Stolzer Anführer. Gut. Wir sind da oben. Sturmattacke! Wir müssen Anlauf nehmen. Warum erkennen die mich jetzt? Au! Ja, was? Immer noch Ehre. Weiter Ehre. Mehr Ehre. Ich komme, Buddy! Ich komme auch, Buddy. Ich hab zum Scheiß. Hi. Was sind die Gegner? Ja, wie sind das jetzt? Halten die so viel aus? Töte ihn doch einfach. Der ist klug, Alter, der ist unsichtbar! LOL. Was Sache. Und ich werfe mit Granaten! Was zur Hölle passiert hier? Was ist das für ein Modus, den wir da spielen? Ich glaube, nur weil wir die letzte Mission geschafft haben, heißt das nicht, dass wir das Level haben, wie wenn wir das ganze Spiel durchgespielt hätten. 15 Seasons lang. Na, Mari. Ein Helm wäre eigentlich auch ganz cool, oder? Guter Mann. Ach da! Die sind halt echt klopft, ne? Ah, scheiße. Das ist ja richtig mies. Down. Nice. Das war der letzte, glaube ich. Hol den Henne. Wie gesagt, ich glaube, dieser Modus ist ein bisschen anspruchsvoll. Ja. Kann ich das heilen mit G? Ja. Nee, oh, mit G. Ich weiß nicht, mit Granaten. Du musst erst mit über Alt dein Medic Moped auswählen. Ja, um sein Schnellding auszuwählen. Oh Gott. Okay, das war gerade nicht unsere beste Leistung. Das waren dann alle. Ah, es waren aber alle. Ja.
So, stürmen! Haltung! Vorwärts! Die Einstellungen im Spiel? Da, das Zahnrad am besten. Nomad hier. Das Outcast-Lager ist gesichert. Aber ja, ich habe keine Spur von Ito. Wir machen vorsichtig weiter. Aber falls Ito tot ist, ist Rückzug unsere einzige Option. Ihr Hauptziel lautet, die Region zu erobern und Ito zu retten. Greifen Sie alle Bodaks an, die Sie finden. Offenbar sind Sie auf der Insel. Ist ja schon alles aus. Können wir noch auf Medien stellen? Es gibt mehrere Destabilisierungseinsätze, die unsere Operation flankieren. Sie können Bodak-Fahrzeuge zerstören, damit wir Deutsch mit mir alle erinnern, umlegen. Sicher machen. Außerdem gibt es ein Gefängnis, in dem Sie Outcasts festhalten. Wenn Sie sie befreien, erfahren Sie vielleicht mehr über Ito und gewinnen mögliche Verbündete für die anstehende Rückeroberung der Region. Und wenig überraschend, die Bodaks kontrollieren das Parlament. Wenn Sie den Bodak-Checkpoint dort sichern, sollte das die Outcasts ermutigen, sich endlich zu vereinen und zu kämpfen. Wird gemacht. Nomad out. Nomad out. They see my Nomad. Rübchen. Also, wir müssen viel Liberté und so machen. Was kriege ich denn jetzt hier angezeigt? Wieso kriege ich hier Sachen angezeigt? Ich will das nicht angezeigt kriegen. Warte mal, guck mal, hier ist irgendwas. Sollen wir das akzeptieren oder was? Ah, was ist jetzt passiert? Akzeptieren oder nicht? Ja, akzeptiert mal. Ich hole uns dann einfach bei dem Biwak über uns einen Hubschraubschraub. Ich hab schon einen. Ich bin in den Hubschraubschraub eingeschrieben und jetzt krieg ich leider komische Informationsfenster. Ja, die aber sich die Karte erste Mission, die immobilisieren bei dir da. Ne, weil sich die Karte geöffnet hat und der mir dazu erstmal was sagen wollte. Ja, das sag ich doch. Rein ins Loch, alle mal rein ins Loch. Bitte. So. Das war hoch, das war runter. Okay. So, wo wollten wir hin? Die gelben Dinger müssen wir vernichten. Trucks, Fahrzeuge. Also würde ich sagen, Trucks, ja! Radar. Denk mal. Wir landen unauffällig, schön. Was ist denn noch? Alles gut, 400 Meter. Alles klar. Vorwärts. Wie war das? Vorwärts, Freunde und innen. Ab nach innen. Ich würde sagen, Deckung suchen, nahe am Turm, dann Drohnen starten und aufspüren. Ich schieße so eine Aufdeckungsgranate rein. Wir sondieren den gesamten Bereich und legen dann ein taktisches Gesamtding, also bis einer rumballert. Also. Bis einer meint. Genau. Er ist schon wieder erschöpft. Was hast du für eine Klasse genommen? Weil da Klassenauswahl Memme? Ja. Meine Damen und Herren, oh, das ist Aufdeckungsgranate fliegt. Musste einen ausschalten. Warum haben wir keine Helme auf? Warum haben wir eigentlich keine Helme auf? Wir haben Helme auf. Ah. Bringt dir auch was? Nein. Das ist der Grund, warum wir anderen keine auf haben. Ich könnte am ersten Truck C4 platzieren. Sehr gut, aber lass uns erstmal ein bisschen Position suchen. Okay, wenn man nachlädt, hier findet man in die Muni. Das ist so ein bisschen schlecht, wenn man dann dieses. Oh, ich habe einmal geschossen. Hm? Ich muss noch laden. Hm. Der ist schon wieder in Spielkritik-Laune. Er schreibt wieder irgendwelche. Nee, das ist mal. Kann man ja selber einstellen. Selbstkritik eher. Ja, aber so ist es doch besser eigentlich. Ja, ich mag es auch lieber als Simulation und nicht dieses. Ja. Die Waffen haben 5 Level oder so. Ich glaube, man kann auch mehrere C4s werfen und dann alle auf einmal explodieren müssen. Also ja, normales Premium. C4 kannst du immer schmeißen. Hat er gerade automatisch eins. Bei mir unter mir ist der Hubschrauber, dann patrouilliert ein Gegner. Hat hier jemand eine Geisel oder wir stöhnt hier rum? Was ist hier los? Vielleicht rennst du zu Geht schnell. Drin? Ach ne, hier. Bin ich hier auch in den Turm? Ich hab nochmal aufgedeckt. Da links ist ein Geschütz, wenn wir es schaffen würden, an das Geschütz zu kommen, ohne dass in der Scharfschütze sieht. Guck mal, ob ich den Scharfschütze vielleicht da wegkriege.
Ja, am besten jemand, der auch aus Entfernung schießen den kann. Den ersten Mörser habe ich schon mit C4 besetzt. Ja, warte, ich hab den Scharfschützen, wenn er steht, stehen bleibt, ist er weg. Halt. Weg. Sehr schön. Unten, 100 Meter. Vor mir kommt einer, ja. Der hat einen Gesichtsschutzschirm! Schön. Hat er callen können? Ne, ich glaube nicht. Okay. Nächste Aufsprungsgranate geht raus. Wie kann man hier markieren? Achso, ja, oder so. Da ist auch wieder einer. Da kommt gleich einer zu der Leiche hin. Ja, 150 Meter. Hat wieder ein Schild? Ja, ist voll gepanzert. Hinten dran stehen noch drei Gegner. Die ja, der sieht aber die Leiche gleich. Dann lass uns den jetzt ausschalten, oder? Nee, er dreht ab, Nicht schießen! Ich hab noch zwei C4, ein C4. Ich hab noch ein C4 für... Erst den Mörser ausschalten, bevor die das... Für den Mörser, genau. Ne, den Mörser kann man deaktivieren, wenn er nicht schießt, kann man einfach ranlaufen. Das ist mein Ziel. Ah, wo? Ich hab oben extra ein C4 gesetzt, naja. Weil ich hätte ihn gern aus... Das wäre besser, ja. Ja. Sieht gerade gut aus, wenn ich es richtig sehe, ja. Ja. Bye. Dann nehme ich mir nochmal mein C4 von oben und wann deaktivierst du den Mörser bei dir? Habe ich schon. Das ist cool hier oben in dem dann Turm. Dann nehme ich mir das C4 wieder. Weiß Mörser jemand, ob man hier schießen kann aus dem Turm? Oder wenn ist das Glas hier bulletproof? Ich kann ja einfach mal in die andere Richtung schießen. Also ich nicht... Oh ja, ich kann hier noch hoch. Wie cool ist das denn? Ah. Scheiße, da ist noch ein Mörser. Auf der anderen Seite vom Flugfeld. Ich habe eine sehr dumme Idee, hier ist ein Kampfhubschrauber. Das ist in der Tat dumm. Ich finde es schön, dass er direkt weiß, was ich aber meine. Normal hier ist ein Stromgenerator, Jungs. Wenn wir den abschalten, müsste doch eigentlich Mörser auch ausgehen, oder? Ich denke, ja. Der Gegner für die elektrischen Geräte in der Umgebung. Das heißt, eigentlich müsste da hinten die Mörser stecken. Weil quer über den Platz kommen wir jetzt nicht ungesehen. Wir können aber übers... Dach relativ weit arbeiten. Hier ist ein Haufen Kisten, was schon mal geil ist, aber... Ja, ich könnte versuchen, hier außen rum übers Flugfeld zu kommen. Ich könnte hier rechts rumlaufen, da sehe ich bis jetzt nur eine... Ich habe gerade mal ganz unauffällig irgendwelche Fässer umgeworfen. Ups! Doch, ich komme an den Mörser ran. Ich komme ran. Ich sehe ja schon nur eine Wache bei mir. Wenn ich den Mörser hab, müssen wir schießen können. Ich sehe jedenfalls keinen mehr. Da ist noch ein Gegner. Fuck! Ja! Das war knapp, danke. Ich höre auf jeden Fall ziemlich viel panische Zivilisten. Ein einziger dieser Generatoren könnte die halbe Insel versorgen. Die sind erweiterbar, man kann sie mit allem verbinden. Ja, deaktiviert. Das heißt, ich kann... Den nächsten wieder ausschalten. Warte kurz. Guck, ob ich eine A noch hole hier bei mir. Ich hab ein Bauarbeiter. Da ist noch einer. Okay, den kann ich nicht one-shotten, der hat einen Helm. Kannst du den im Nahkampf holen? Ja, ich gucke, dass ich ihn im Nahkampf holen. Nice. Ja, ab mit dem Nahkampf. Was ist denn? Weiß einer, was Nahkampf auf der Tastatur ist? E oder F, würde ich vermuten. Oh, fuck. Das war knapp. Wo kam denn der her? Ich bin am nächsten Truck bin ich und werfe gleich ein C4 hin. Ah, ist ausgeschaltet. Hier ist immer noch dieser eine Typ, der hier auf dem Platz rumläuft, aber ansonsten... Meine Seite vom Flugfeld scheint gesichert, der CW hat Infos, hier hole ich mal kurz. Ja, ich sehe keinen mehr bei dir. Fuck, das war... Wie sollte denn kein C4 mehr? Der hätte eigentlich C4 haben sollen. Jetzt sind wir raus? Ja. Ja, okay. Ein Fahrzeug weniger, mit dem die Bordax die Region kontrollieren können. Sind mal ein paar gestorben. Ja, das war eine Gaskanate. Mit dem Fahrzeug hätten die Bordax die Region in Schach gehalten. Alles klar, jemand den Stromgenerator deaktivieren für den Fall, was in der Nähe ist.
Falle. Ich hab meine Schnellauswahl geändert. Die war eigentlich auf C4. Und dann ist sie auch ein bisschen auf Gasgranate zurückgegangen. Damit hab ich gerade ein bisschen Scheiße gemacht. Rum ist aus. Da ist noch ein Gegner. Unsichtbar. Da läuft da jetzt vom Gabelstapler ein Hit. Oh, down. Einer ist genau vor mir. Ja. Sehr gut. Er hat einen Raketenwerfer da. Alter, dass sie jetzt auch cloaked sind, ist schon heftig. Ja, aber macht grad Bock. Ja. Bin auf dem Weg zu den anderen beiden. Trucks. Den könnt ihr den Kampf hier nehmen. Anderen Trucks noch außerhalb oder nicht? Meter von mir aus. Die stehen direkt nebeneinander. Wenn ich die fahren kann, kann ich mit einem C4 hochgraben. Ich glaube, ich komme jetzt auch mal zu euch. Jetzt sehe ich langsam nichts mehr. Was? Core Challenge complete, was? Ubisoft Connect Level Up, aha. Units earned, hä? Ja, ich jetzt so viel Zeug bekommen bei Ubisoft. Boah, der ist jetzt nicht im Ernst die Leiter runter und dabei. Hat der nicht gemacht. Hat er sich wehgetan, ey. Pathetic. Weniger Mobilität, weniger Bodak-Präsenz in der Gegend. Nice. Das sollte reichen. Jetzt können die Bodaks nicht mehr die ganze Region die sind, kontrollieren. Selber ihre Trucks gefahren, sodass sie direkt nebeneinander standen und ein C4 gereicht hat. Nice. Verschenken. Gut, jetzt haben wir noch zwei Missionen irgendwie in diesem Ding und dann haben wir, glaube ich, dieses Insel-Part-Ding befreit. Also die Variante gefällt mir wesentlich besser als alle 5 Minuten irgendeinen komischen Auftrag annehmen mit vielen Dialogen. Naja, wer braucht Story, wenn er Waffen hat? Meine Meinung.